Ich mache heute ein Video auf Deutsch. I'm going to make a video in my mother language, German. And I maybe will switch into a dialect along the way. Ich habe mir gedacht, ich spreche über die Nahtoderfahrung, die ich erwähnt habe. Die Nahtoderfahrung war, das war mit Abstand die interessanteste, wildeste Nahtoderfahrung, die ich jemals gehört habe. Es war von einem Irak-Kriegsveteranen. Ich glaube, sein Name war Holt, Private Holt. Und er hat die NATO-Erfahrung nacherzählt, wie er daheim war, was passiert ist. Und ich habe viele NATO-Erfahrungen gesehen, die interessant waren, aber das war mit Abstand die interessanteste. Und das Video war überhaupt nicht irgendwie vorbereitet oder irgendwas, sondern er erzählt quasi, was passiert ist, wie er heimkommt. Und die Geschichte, das Video war ungefähr von 2005, irgend sowas, vielleicht 2006, irgend sowas. Und es ist leider nicht mehr auf YouTube zum Finden. Also extrem interessant. Also er war Rettungssanitäter, es war die letzte Nacht und sie waren zu dritt unterwegs im Sanitätswagen, glaube ich, also im Auto unterwegs. Und einer er war zusammen mit einem von seinen Freunden, der war extrem durchtrainiert, also weil sie haben viel Freizeit gehabt, wenn sie keinen Dienst gemacht haben im Irak. Und derjenige ist quasi immer im Fitnessstudio gewesen, trainieren. Und der andere war eher so ein bisschen kleiner, mit Brille und eben nicht durchtrainiert, aber nicht extrem schwach oder sowas. Und sie waren zu dritt unterwegs in dem Auto und der eine hat eine Kamera mit und er sagt, er will unbedingt noch ein Foto machen für seine Freunde in der Heim und er will unbedingt ein Foto haben von einer Leiche oder so, von einem Toten quasi. Und er würde seiner Freundin sagen und er fragt ihn quasi, ob er, weil sie stehen im Auto neben einem Baum und er fragt ihn, ob er sie quasi zu dem Baum setzen würde und so die Augen überdreht und ich weiß nicht, so tut, als wäre er tot, dass er das Foto machen kann und so weiter. Und er hat Schminkzeug mit von Dings und so und so und er will ihm die Lippen halt komplett so schminken, dass er ausschaut, als wäre er tot und so weiter und sie machen das dann und eins von die Haupt-Hobbys von den Soldaten, wenn sie nichts zum tun gehabt haben, war Knoten zu binden, warum auch immer. Und sie haben das meistens so aus den langen Schuhbändern gemacht, aus den Stiefeln. Und sie haben halt so verschiedenste Arten von Knotenbunden so und so aufgestellt wie kleine Schlingfallen zum Einsteigen, einfach so, weil es lang, wahrscheinlich hauptsächlich was extremstens langweilig ist beim Auslandseinsatz, wenn du nichts zum Tun hast. Und jedenfalls, er steigt aus und sie sehen, dass
wie er das Licht beim Auto einschaltet, ist sehen, dass beim Baum quasi, bei dem Ast, hängt einer von diesen Schlingknoten. Und er sagt, nein, leg sie nicht zum Baum, sondern steck im Kopf durch die Schlinge durch und dreh die Augen über und lass die so runterhängen, als wärst quasi tot. Und dann für das Foto und er macht das Foto und sagt, ja, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen tiefer. Und er steckt seinen Kopf durch und dann sagt, ja, lass die Knie ein bisschen einsacken, dass es so ausschaut, als würde es richtig hängen und so. Und in dem Moment, wo er sie einsacken lässt, geht die Schlinge zu. Und das ist eine Schlinge, die so gebunden ist, das sieht man aber nicht, dass das nach links drehen muss, damit du das rausziehen kannst. Und er lässt es zusammenziehen und sofort ist die Luft weg und er kann nicht drehen oder irgendwas. Er kriegt gerade mal einen Finger durch und versucht es wieder aufzumachen. Und dann sagt, ja, hey, super, ja, so, no, ja, perfekt. Und er macht das Foto. Und dann das nächste, was er weiß, ist, sie sitzen zu dritt im Auto. Und er zeigt die Fotos so durch zum Fahrer und sagt, hey, das schaut echt voll echt aus, gell? Und er sitzt hinten auf der Bank hinten und er schaut so mit und sie hören Radio und essen Chips und der eine hat so ein Packel Süßigkeiten und der andere sagt, hey, komm, du hast eh drei Eis, gib mir eins für deine Eis und bla 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 bla. Und sie reden und reden und reden und reden. Und er, immer wenn er was sagt, quasi kriegt er keine Antwort. Und nach ein paar Minuten wieder richtig grantig und sagt: Hey, gib mir ein Eis, du hast eh drei von denen. Hörst du mich nicht oder was? Und auf einmal sagt der andere: Hey, warum bewegt sich der nicht? Und er schaut aus wie vorn und er sieht, es hängt immer noch wer in dem Knoten und er sagt zum Fahrer, wer hat ihn da reingehängt? Und er kriegt wieder keine Antwort. Und auf einmal kriegen die zwei vorn voll die Panik und fangen zum Schreien an und reißen die Dirne von drinnen aus und er sitzt hinten und er geht mit und sie schreien und der eine, der durchtrainierte versucht ihn hochheben. Und der andere versucht den Knoten aufmachen, es geht nicht. Und er geht zu ihm, der sieht, dass es sein Körper ist, der oben hängt und dass seine Lippen sind blau, fast schwarz, sein Gesicht ist komplett blau. Und dann kriegt er einen vollen Schock und quasi wie er merkt, dass er hängt immer nur von dem Baum und sie waren gerade 20 Minuten im Auto und er hat das nicht checkt und im Endeffekt sie versuchen das Ding aufmachen und dann sagt der eine, der Durchtrainierte, der eben hochhebt und er hat glaube ich auch über 100 Kilo gehabt oder so und sagt, ich kann nicht mehr, nimm du ihn und ich mache den Knoten auf und sie wechseln und der Kleinere hebt ihn hoch und offensichtlich hat der Kleinere mehr Kraft gehabt als der immer im Trainieren war. Und er hebt ihn hoch und der andere hat so eine Lampen und mit Stirnband am Kopf und er sieht, was das für Knoten ist und er probiert es nicht so aufreißen, sondern dreht den Knoten nach links und zieht ihn so raus und dann bringt er den Kopf raus und er sieht quasi, er sieht, dass sein Körper voll am Boden und die zwei fangen zum Diskutieren an, was sie machen sollen und der eine rät fast und schreit, ich gehe nicht ins Gefängnis wegen so einem Scheiß, ich gehe nicht ins Gefängnis, ich fahre jetzt, wir sagen einfach, er ist verschwunden und wir wissen nichts davon. Und er steht daneben und sagt, nein, 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 fahr zu mir ins Krankenhaus, aber sie hören nicht. Und im Endeffekt sagt der eine, nein, wir bringen ihn ins Krankenhaus. Und sie heben seinen Körper hinten auf die Ladefläche hinten und wie er hinten oben liegt, sagt der andere, es ist keine Zeit, er ist komplett blau, er macht Mund-zu-Mund-Beatmung und der andere
Sulder war langsam vorn und quasi während das alles passiert, versucht er, sie in seinen Körper eine zum Stellen oder eine zu legen. Und jedes Mal, wenn er es tut, kriegt er einen elektrischen Schlag, dass ihn aushaut. Und ich glaube, er probiert das so drei, vier Mal und jedes Mal kriegt er einen massiven elektrischen Schlag, wenn er versucht, dass er sie in seinen eigenen Körper einlegt. Und dann, nachdem er hinten oben liegt auf der Ablage, und er macht Mund-zu-Mund-Beatmung und er sieht quasi, dass seine Lippen werden ein bisschen weniger blau und er hat quasi schon aufgegeben und er probiert es noch einmal und diesmal quasi kann er sie einlegen und es tut aber, und in dem Moment, wo er richtig drinnen liegt und er schaut ganz genau, wo liegen die Ohren und er legt seinen Arm genauso wie der Arm liegt und der andere Arm liegt nach oben, er legt ihn genauso ein und die Füße liegen so und der andere Fuß und er legt sie genauso ein und auf einmal, zack, ist er wieder in seinem Körper und er wird nicht, er kriegt keinen elektrischen Schlag und dann wacht er im Krankenhaus auf. Und es ist, was sie eine Woche später oder so. Das war die ärgste Nahtoderfahrungsgeschichte, die ich jemals gehört habe. Und leider, ich glaube, das Video ist nicht mehr auf YouTube. Es war quasi vom zweiten Irakkrieg, also das war so nach dem 2000er Jahr ist das aufgenommen worden, also es ist nicht aus den 90er Jahren. Und jedenfalls das Video, das der gemacht hat, von dem, was passiert ist, war echt beeindruckend, weil das war nicht irgendwie geplant oder irgendwas, sondern du hast richtig gesehen, dass. Also in seinem Gesicht, dass er das wirklich erlebt hat. Und es war extrem beeindruckend. Und ja, danke fürs Zuhören und ein gutes Nächtle.